gestern, heute Morgen folgen nicht aufeinander. Sie sind in einem ewigen Kreis miteinander verbunden. Schon vor Wochen ist in der Kleinstadt Winden ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Und nun alarmiert ein weiterer Vermisstenfall die Bürger der Stadt. Keine Spur, nichts. Als hätte er sich in Luft aufgelöst. Alles ist genauso wie vor 33 Jahren. Alles wiederholt sich. Diese Stadt ist krank. Und wir alle sind ein Teil davon. Unter uns ist ein Mörder. Nicht nur die Vergangenheit beeinflusst die Zukunft, sondern auch die Zukunft, die Vergangenheit. Tick, tack, tick, tack. Anfang ist das Ende und das Ende ist der Anfang.